Handwerkskammer, lieber Glimpius, guten Tag. Donnerstag um 10 Uhr. Hallo, hallo, Frau Schüler. Sich da einzufinden, Sie auch. Ja, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Nee. So, dass Sie alle zusammen jetzt in einem Integrationskurs sind. Informieren, bei der Integration beraten und unterstützen. Zwei Frauen, eine Aufgabe. Sie leitet einen Integrationskurs der Fachhochschule Lübeck. Und sie ist Willkommenslotsin, soll Unternehmen motivieren, Geflüchtete einzustellen. Denn bisher haben rund um Lübeck erst wenige Geflüchtete den Sprung in einen festen Job geschafft. Frau Kolympius ist seit etwa einem Vierteljahr jeden Tag im Auftrag der Handwerkskammer unterwegs. Es gibt eine große Rechtsunsicherheit. Das bedeutet, ich muss erst mal erklären, was ist eigentlich Asyl? Was für Aufenthaltsstatus gibt es überhaupt? Was ist eine Duldung? Was ist eine Aufenthaltserlaubnis? Was ist eine Aufenthaltsgestattung? Mit all dem können viele Unternehmer gar nichts anfangen. Wollen wir einmal rübergehen? Ja, gerne. Ja, haben Sie einen Moment? Ja. In diesem Fall konnte sie immerhin schon ein Praktikum in einer Bäckerei vermitteln. Sie ist Serbin, kommt also aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland und ist daher in Deutschland nur geduldet. Die Willkommenslotsin hilft ihr und ihrer Chefin bei der Bewältigung von deutscher Bürokratie. Sie hat also beglaubigte Zeugnisse, beglaubigte Unterlagen aus Serbien, alles jetzt schon fertig. Und ich finde, dafür muss man sich einsetzen. Und da wir Schwierigkeiten haben, Auszubildende zu finden, ist das ein neuer Weg. Und von der Ausbildung hängt auch ihre Zukunft ab. Denn nur damit darf sie dauerhaft bleiben. Ihr Ausbildungsvertrag aber muss noch von der Ausländerbehörde genehmigt werden. Auch hier hilft die Willkommenslotsin. Dann geht es um Fragen wie, was gibt es zum Beispiel auch für Möglichkeiten der Unterstützung während der Ausbildung? Was für Maßnahmen kann man da noch ergreifen? Welche Fördermöglichkeiten gibt es? Fachkräfte nicht nur für das Handwerk, sondern auch für die Hochschulen. In 3 Semestern bereitet Nicole Grimm Geflüchtete auf ein Hochschulstudium vor. Ich glaube, wir müssen uns alle ein bisschen offener darstellen, dass man einfach sagt, wir gucken, was wir für Möglichkeiten haben, herauszufinden, wo stehen sie, wo können wir sie abholen, wo können sie weitermachen. Dass sie nicht diesen ewig langen Weg gehen müssen, wenn sie teilweise mit 25, 29, Anfang 30 hierher kommen und wieder ganz von vorne anfangen müssen. Er zum Beispiel musste 10 Monate warten, bis er an diesem Integrationskurs teilnehmen konnte. Aber im Vergleich zu anderen Geflüchteten hatte er noch Glück, denn sein Abschluss wurde in Deutschland anerkannt. Ich bin gut mit IT und ich musste hier IT weiter studieren. 24 Geflüchtete im Projekt der Fachhochschule, ein Dutzend Unternehmen bei Frau Kolympius. Es ist ein erster Schritt, um aus jungen Migranten wirklich Fachkräfte zu machen.